Hallo. Diesmal, nach vielem Hin und Her, in meinem beweglichen Zimmer. Das, was sich in der sogenannten Außenwelt begeben hat, begibt, begeben wird, hat das blanke Entsetzen in mir hervorgerufen. Meine Haare haben sich zum Kopf, zum Boden, zum Himmel gesträubt und ich selbst gerade aus einem Nachschlaftraum erwacht in der Realität. Kontra, es geht zu Ende. Langsam, aber sicher werden wir überrannt von Afrika und ich habe einfach keinen Bock auf dieses Gespräch. Ich möchte dieses Gespräch beenden. Wie lange ist es denn schon? 1:33 Uhr. Das ist ich weiß gar nicht, was ich da eingestellt habe. Es ist kalt. Anfang Mai. Extrem kalt. Aber ich existiere noch. Mache alles das, was ich mache. Und mache auch das, was ich nicht mache. Denn was ich nicht mache, das ist ja gerade genau das, was uns, mich und so ausmacht. Oh, ist das entsetzlich, dieses Ding. Dieses Kameradings. Ich habe irgendwas verstellt und ich weiß nicht, was da ist. Egal. Mein Hohlkörper auf dem großen Körper sagt irgendwas. Wegschmeißen, kaputt machen. Aber meine Hand sagt immer mit die Ruhe und dann mit dem Ruck. Das Einzige, was Sinn hat, ist die Kreativität und das Sein. Das So-Sein, das Ist-Sein. Und doch sein lassen. Aber eigentlich, eigentlich sind die Tage so schnelllebig, wandern so schnell an mir vorbei. Dahin, dorthin, kommen nie wirklich an und sind vorbei. Und das ein Tag nach dem anderen verschwindet in so einer trüben, grau, düsteren Vergangenheit. Und dann sage ich mir selbst, Hallihallo, wie geht's dir? Und da sage ich zu mir, Hallihallo, ja, mir geht's, da muss ich erstmal den Dritten fragen. Wir sind ja drei, eigentlich sind wir vier. Wir spielen ja Skat und Schach und andere Spiele zusammen, zu viert. Denn einer so alleine in der Wildnis des Tages. Aber weiß der Himmel was. Irgendwie geht es immer weiter. Und jeden Tag von vorne. Irgendwie im Schwange meiner Jugend wurde ich hierher gekarrt. Unter der Weisheit meines Alters. Ja, in der Weisheit meines Alters entsage ich der Weisheit und werde mich zum Ausknopf begeben. Ich habe keine Ahnung, aber davon reichlich. Also ein Reicher, keine Ahnung.